Neutralität heißt auch keinesfalls sich dahinter verstecken, keine Meinung haben. Wie gesagt, auch wir positionieren uns. Natürlich muss man Angriffskriege verurteilen, aber immer muss im Vordergrund stehen, was können wir zum Frieden beitragen. Daher bin ich hier bei der dritten Aussage auch von Bundeskanzler Nehammer, die mir auffiel, Österreich war und soll immer Brückenbauer und Vermittler sein. Ja, völlig richtig. Das ist aber genau das, was er mit seinem Verhalten, mit seinen Handlungen und seinen anderen Aussagen eben konterkariert hat, führt dazu, dass jetzt China oder sich die Türkei hier als Vermittler zwischen den Kriegsparteien anbieten kann. Das ist sehr bedauerlich, dass wir hier in dieser Rolle völlig untergehen. Dies passt aber einfach nicht zusammen. Wenn ich hier rhetorisch so kraftaktmäßig hinausgehe, dann kann ich mich nicht mehr auch noch diplomatisch und als Brückenbauer anbieten. Diese Rolle kann ich dann nicht mehr staatstragend ausfüllen, denn Diplomatie heißt ja immer auch stille Diplomatie und da muss ich halt auf den einen oder anderen eitlen, hyperaktiven Auftritt verzichten.